Es hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht, den Tag mit euch zu verbringen, so gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze heute nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich habe gerade 5 Bilder auf meine Webseite gestellt, genau genommen diese hier. Und ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin die Sophie. Ich bin Reiki-Meisterin, intuitive Künstlerin, Buchautorin und vieles mehr. Es freut mich natürlich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank für deine kostbare Lebenszeit. Ja, heute bin ich gut drauf, heute habe ich mich trotzdem ein bisschen locker angezogen. Es ist nämlich irgendwie kaltes Wetter in Wien und es scheint die Sonne nicht wirklich, es hat geregnet. Ist so ein bisschen ein Zuhause-Tag, trotz alledem. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade 5 Bilder auf die Webseite gestellt. Die könnt ihr euch dann auch in den Kommentaren anschauen. Also ich werde sie in der Bio verlinken. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Und zwar möchte ich die ganzen Sachen einpacken. Ich habe euch das ja letztes Mal schon ganz stolz gezeigt, dass ich mir so Folien gekauft habe. Ich habe mir jetzt auch Folien für diese großen Bilder gekauft. Die sind 17x24. Ich habe leider nicht ganz die richtige Größe gefunden, aber es wird sicher wurscht sein, wenn es ein bisschen drüber steht. Und ja, ich habe auch mir überlegt, dass ich eben heute so Sets machen möchte, also mit Affirmationskarten zum Beispiel. 3 Affirmationskarten sind ja noch gerade bereits im Druck. Die kann ich jetzt noch nicht machen, aber wenn sie dann da sind. Aber ich habe ja noch andere Karten und da möchte ich jetzt eben Sets machen. Und dabei habe ich mir gedacht, warum nicht meine liebe Community mitnehmen. Übrigens an dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei jedem Einzelnen und bei jeder Einzelnen bedanken für eure Unterstützung, für euer Follower. Ich freue mich immer von euch zu lesen in den Kommentaren. Ich lese mir wirklich jeden einzelnen Kommentar durch und freue mich sehr. Also ja, danke, dass du da bist. Na gut, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit meinem Video. Noch die letzten Sonnenstrahlen in Schönbrunn genießen. Die Vögel zwitschern und ich bin fast alleine hier, glaube ich. Es ist nämlich schon kurz vor 9 Uhr und Schönbrunn sperrt um 21 Uhr. Deswegen genieße ich jetzt noch die Zeit für mich hier ein bisschen und dann geht es wieder nach Hause. Hier hocke ich gerade. Wer Schönbrunn kennt, weiß vielleicht, wo das ist. Hier. Da kommt man dann darüber. Und mich stechen die Mücken. Ich zeige euch nachher dann noch meinen Lieblingsbaum. So, wir kommen dem Baum näher. Also der Lieblingsbaum ist der Lieblingsbaum von Schönbrunn. Aber generell mein Lieblingsbaum ist, weiß ich nicht. Das ist er noch nicht. Ich zeige es dir gleich. Da hinten ist er. Moment. Der rote ist es. Der da ist er nicht mächtig. Wir kommen dann fast gar nicht auf die Kamera drauf. Und der hat so mächtige Wurzeln. Das ist unglaublich. Man darf nicht in die Wiese gehen, aber hier. Nochmal ein ganz kurzer Baum, der ist richtig dick. Ich darf leider nicht in die Wiese gehen, aber das ist der. Irgendwie tut das gerade richtig gut, hier zu sein. Es ist leider schon fast 9. Das ist auch ein interessanter Baum. Ich liebe ja Blätter und schaut mal, wie groß das Blatt ist. Das ist meine Hand. Also richtig groß. Ah, schön. Vielleicht zeichne ich den Baum oder male ihn mal.
zumindest das Blatt vielleicht, wie wär's? Die hat's richtig Lust. Und hier ist auch wieder ein Herz. Und hier natürlich die schönen Blüten. Wunderbar. Ich habe Post bekommen und ich weiß auch, was es ist. Und zwar sind das die Postkarten, die ich bestellt habe. Und wir öffnen das Ding jetzt mal zusammen. Das bleibt spannend. Da haben sie ganz viele Papiere, Kartons drauf gegeben. Okay, das hört nie auf. Da sind sie. Man sieht sie schon. Hier sind sie. Juhu. Okay, noch mehr Karton. Aber holen wir uns einfach mal eins raus. Also eine Postkarte. Ich hoffe, sie stört jetzt nicht schon bei der ersten. Das ist die erste Postkarte. Ich bin dankbar. Ich glaube, das war die, die ich euch nicht gezeigt habe. Kann das sein? Genau, das ist die. Ich bin dankbar. Richtig cool. Ja. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal alle. Wenn ich sie rauskriegen würde. Ich bin wertvoll. Auch sehr nett. Der Blau schaut nochmal anders aus. Also interessant, dass es beim Druck ist nochmal anders ausschaut. Und zu guter Letzt auch eine sehr schöne Affirmation. Ich bin Liebe. Auch sehr schön. Und hinten steht eben mein Name drauf und meine Webseite. Genau, das sind die drei Postkarten. Mal schauen, ob sie bereits auf der Webseite sind, wenn ihr das Video seht. Ich bin richtig happy darüber. Sie schauen echt cool aus. Und ich werde sie auch nicht teuer verkaufen, also so maximal 2 Euro. Oder 2, ich wollte eine schöne Zahl wählen, also 2,22 Euro. Mir sind ja Zahlen sehr wichtig. Ich glaube an die Numerologie, auch wenn ich mich jetzt nicht so gut damit auskenne. Aber ich glaube einfach, dass Zahlen eine gewisse Schwingung haben. So wie ja alles im Leben, glaube ich. demnach wollte ich eben eine besondere Zahl wählen, also 2,22 Euro. Genau. Na gut, ich zeige sie dir jetzt nochmal in anderer Perspektive. Und ein paar Bilder habe ich auch noch, die werde ich auf die Webseite geben. Die zeige ich dir jetzt auch noch gleich. Let's go! Das sind die Postkarten nun. Es fühlt sich schon so an, als hätte ich heute Geburtstag. Tatsächlich habe ich morgen Geburtstag. Morgen ist der 7. Juni. Genau, aber das sind die Postkarten und ich weiß jetzt auch, warum sie so ein bisschen gräulich ausschauen, weil ich tatsächlich ein nachhaltiges, recyceltes Papier genommen habe, also recyceltes Papier auf jeden Fall und somit ist es ja dann auch nachhaltig. Ja, deswegen sind die Karten ein bisschen gräulich, aber ich finde, es passt doch, also ich finde es schön. Genau, die erste Karte ist, ich bin dankbar mit dem schönen Blumenstrauß, fand ich irgendwie passend. Die zweite ist, ich bin Liebe mit der Frau. Dann, ich bin wertvoll, wieder mit einem Blumenstrauß. Genau, das sind die drei Postkarten. Ich finde, sie sind wunderschön geworden. Welche gefällt dir am besten? Kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und hinten, sage ich dir nochmal, steht eben Sophie Schönwiese, www.sophiesuniversum.at. Und du kannst dir übrigens auch gewiss sein, wenn du was von mir bestellst, bekommst du immer auch noch ein Geschenk. Also das habe ich mir so überlegt, ein kleines, eine Kleinigkeit gebe ich noch immer noch dazu und eine nette Botschaft. Ja, also zumindest ist es jetzt so. Ja, das sind die Postkarten. Ich packe sie mal wieder weg. Und ich wollte euch jetzt noch meine Bilder zeigen. Das sind die Bilder, die ich jetzt auf die Webseite geben werde. Das ist das eine. Und ich werde sie auf der Webseite, verkaufe ich sie ungerahmt. Aber ich poste sie natürlich mit Rahmen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Aber da ich ja im Moment noch nicht so viele Lagermöglichkeiten habe, kann ich einfach nicht so viele Bilderrahmen kaufen im Moment. Und deswegen verkaufe ich sie eben ohne Bilderrahmen. Das ist das erste Bild. Das ist das zweite Bild. Das dritte Bild, wieder natürlich mit einer Affirmation. Ich schaffe das.
Mit sehr viel Gold auch ist das Bild. Dann ein Energiebild. Da wollte ich jetzt gar nicht dudeln. Das fand ich so einfach schon sehr schön. Und ein goldenes Mandala. Ja, da kam mir natürlich sofort das Thema Fülle und Reichtum in den Sinn. Genau, finde ich richtig auch cool. Das habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, wann ich es gemacht habe. Ah, 2023 steht da. Okay. Also ein etwas älteres. Gut. Dann haben wir Alles ist gut. Ein Bild mit vier Mandalas. Entschuldigung. Hier steht Alles ist gut. Vielleicht erkennst du es. Und zu guter Letzt noch eines mit Gold und Grün. Das finde ich auch richtig schön. Und die Farben glänzen auch, wenn man es so ein bisschen anders hält. Das sind nämlich Metallic-Farben von der lieben Victoria Hilbrecht, also von VH Aquarell. Wenn du dich für diese Farben interessierst, habe ich unten einen Link. Kannst du dir mal anschauen. Glaube ich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht zu verlinken. Ja, das waren die 7 Bilder. Ich habe schon wieder ein Paket bekommen und was da drinnen ist, das zeige ich dir jetzt. Ganz genau, es sind noch mehr Postkarten. Ich kann es gar nicht glauben. Sie sind wunderschön geworden. Auf die Alles ist gut Postkarte habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Auch wenn es die normalste ist, also von der Optik her. Aber ja, hat auch so einen Reiz. Und die zeige ich dir jetzt. Und dann werde ich jetzt schon langsam das Video beenden. Ich glaube, es ist schon recht lang. Vielen Dank, dass du noch dabei bist und wir schauen uns jetzt die Postkarten an. So, das sind sie. Die kommen immer in so einer Schachtel und ich habe sie diesmal wieder im recycelten Papier bestellt. Ich nehme mal alle raus und zeige sie euch dann nochmal im Detail. So, die große Schachtel können wir mal weggeben. Das sind sie, meine Postkarten. Und jetzt zeige ich sie dir nochmal einzeln. Wir haben einmal die Alles ist gut Postkarte mit einer meiner Lieblingsaffirmationen. Alles ist gut. Dann haben wir Ich bin die Sonne in meinem Universum. Das ist auch einer meiner Postkarten. Affirmationen meine ich natürlich. Ich bin die Sonne in meinem Universum. Ich wähle Gedanken der Liebe. Ist auch eine schöne Affirmation. Hat mir auch ganz gut gefallen. Und die Idee dahinter ist, dass man sich das ja auch als Set kaufen kann. Und ich werde dann mal schauen, also ich werde dann ein Set anbieten, wo eben eine Postkarte nur 1 Euro kostet. Also mal schauen, wie viel es dann kostet. Mir gefallen ja immer diese Doppelzahlen. Ich habe bis jetzt die Postkarten, die meisten um 2,22 Euro pro Stück und das Dreier-Set um 3,33 Euro. Mal schauen, wie dann das 7er-Set kosten wird. 7,77 Euro ist ja auch richtig schön. Das wäre doch was. Ich liebe ja auch die Zahl 7. Na gut, das ist die Ich strahle Liebe aus Postkarte. Auch eine sehr schöne Affirmation. Genau. Das sind sie. Und alles ist gut. Genau. Das war's auch schon wieder mit den Postkarten. Und bei dir möchte ich mich jetzt ganz herzlich bedanken. Ich würde sagen, ich beende das Video hiermit. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und ich freue mich natürlich, wenn du ein bisschen in meinen Shop schmökern möchtest. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer auch über ein Like, einen Unterstützungskommentar und so weiter. Du kennst es ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, deine Sophie. Tschüss.